Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 276. So, Jenny hat gerade alles aus dem Briefkasten geholt, hieß es hier. Und wahrscheinlich hast du auch alles schön geerntet. Ja, sieht gut aus. Dann gucken wir mal, was wir hier zu Geld machen. Ja, das lohnt sich doch gleich wieder ordentlich. Und hier verkaufen wir ein paar von den Geschenken, damit das Inventar nicht so vollgestopft ist. Und sie hat hier auch so ein Körbchen. Mal gucken, ob wir das hier auf dem Esstisch stellen können. So. Ja, ich schätze mal, dann kann man noch was essen. Gut. Was haben wir hier sonst noch zu viel? Ja, hier ein bisschen was abräumen. So, meine Güte. Hat die immer viel Krempel im Inventar. Naja, wenn man erstmal viel hat, dann kriegt man auch meistens viel. So. Okay, meine Liebe. Ja, und so wie es aussieht, muss sie ja tatsächlich gar nicht mehr schlafen. Dieses bisschen Müdigkeit, das hat sie gekriegt, als sie im Dschungel wurde ihr irgendwie ganz stark Energie abgezogen. Und mach mal Sport, um deine Aggression zu bewältigen. Und dann wurde ihr hier so ein bisschen abgezogen. Vielleicht lasse ich sie einfach mal ganz kurz schlafen, damit das in Ordnung ist. So, und Nancy ist dreckig und könnte mal aufs Töpfchen gehen. Und der kleine Jörg ist auch dreckig und er ist noch ein bisschen müde. Ach, den lasse ich aber trotzdem aufs Töpfchen gehen und können die da gemeinsam sitzen. Und vielleicht kann der Achim dann ja ein bisschen beim Baden helfen. Ja, die Jenny wird sowieso nur ein paar Minuten schlafen. Ich will halt hier dieses Mal auffüllen und dann sehen, ob das überhaupt nicht mehr weniger wird oder ob das ganz, ganz langsam weniger wird. So, gucken wir mal nach den Mädels. Ja, ein bisschen müssen die noch schlafen. Oh, Silke ist schon fit. Na prima, Silke. Sehr gut. Dann kannst du dir hier gleich mal was zu essen holen. Geschwärzter Barsch. Warum nicht mal geschwärzten Barsch essen? Ja. Achim, du kannst dir davon auch was nehmen, genau. So, und dann ab in den Kühlschrank. Ja, und wenn du fertig gegessen hast, Silke, dann kannst du mal deine Hausaufgaben machen. Und was haben wir hier? Irgendwas Merkwürdiges, was sich nicht wegschmeißen lässt. Naja. Gemütlicher Sonntagvormittag. Ja, und die Mädels, die wollen wir dann mal gleich so richtig durchleveln, wenn die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Jips, jips, jips. Jips, 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 genau. So. Naja, sie hat fast Level 2. Dann soll sie malen wie eine Wilde und dann wird das schon. Und wenn sie richtig Gutes geschafft hat, kann sie danach auch noch Vampirbuch lesen. Achim, ja, der ist fertig mit allem, was er so braucht. Ja, das hatte ich mir schon gedacht, aber ich wollte es lieber nochmal checken. Ah, ja, Achim, wo du da gerade rumstehst, wo sind denn die kleinen Kinder? Wo ist es denn hingewuselt? Oh, da steht eins. Da steht eins. Beide stehen da. Also, bade die mal.
Erst den einen, dann die andere. Ja, der macht sich wirklich super nützlich. So ein prima Kerl. Ja, das ist doch gut. Und Nancy, du kannst dich einfach nochmal aufs Töpfchen setzen. Das ist immer super effektiv, sage ich dir. So, Jenny kriegt einen Anruf von Leon Michael. Okay, das ist keiner ihrer Söhne. Na, schon zu spät. Ist das einer der kommenden Väter? Ja. Ist das womöglich... Nee, das ist, glaube ich, nicht der, von dem sie gerade schwanger ist. Ich muss mal gucken, von wem sie gerade schwanger ist. Namen und Väter. Und bald gibt es ja auch das nächste Baby. So, Jenny, du bist jetzt wieder munter? Ja, alles wunderbar ausgeschlafen. So. Benny Braun ist der Neueste. Mal gucken. Benny Braun. Ah, den haben wir hier schon rausgeworfen. Gut. Ja. Jetzt hat er sich erstmal selber in die Badewanne gelegt und macht ein Schlammbad. Das ist in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal. Jenny, drittes Trimester. Das kann also jederzeit was werden. Dann hole ich hier auch mal meine Namensvorschläge hervor. Aber irgendwie sieht sie jetzt noch nicht so extrem überschwanger aus. Jenny, du könntest einfach mal dein Töchterchen hier drin baden. Wo haben wir das denn? Mehr Auswahl. Baden. Ja. Ja, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Das macht sie jetzt von selber. Weil ich habe es ja noch nicht fertig gewählt. Sehr gut. Na, wie er sich von selber um sein Brüderchen kümmert. Okay, da hat jemand Hunger. Das lässt sich ändern. Er badet den jetzt nochmal. So, du kannst hier zum Frühstück mal ein kleines Hähnchensalat im Bocker essen. Und die Nancy lassen wir das dann auch machen. So. Tja, sie latschen nach wie vor lieber hier ins schöne Zimmer rein. Vielleicht, weil es so schön dekoriert ist. Mit dem teuren Bild. Das wird mir wahrscheinlich immer ein Mysterium bleiben. So. Ja, Jenny, was machen wir mit dir? Gucken wir mal, ob du da noch was Archäologisches zu erledigen hast. Ansonsten könntest... Ah, nee, üben. Das muss nicht sein. Artefakt authentifizieren, ja. Ja, da hast du noch einiges zu tun. Das ist gut, dann kannst du das mal machen und später kannst du weiter malen üben. Und was macht denn hier die Müsli-Schüssel? Kinder, Kinder. So. Ja. Du bist wach und hungrig. Und du könntest mal aufs Klo gehen. Und dann beginnt der Malmarathon. Hausaufgaben abgeschlossen. Sehr gut. Die räumen wir einfach mal hier in die Inventare rein. So, dann malst du hier Formen. Jawohl. Was machst du im Bett? Schlafen? Nein. Nicht ernsthaft. Essen sollst du. Essen. Jawohl.
Und danach kannst du was malen. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht aufhört mit Essen. Doch, na toll. Ey, stopp, du solltest erst essen. Dann lassen wir sie einfach mal fertig essen, bis ich ihr das mit dem Malen sage. So, na, Nancy ist jetzt auch mal prima. So, was kann die Nancy denn mal Feines tun? Da zugucken und denken üben, das ist gut. Ja, du könntest hier auch. Die macht niedliche Sachen. Die guckt sich alles an und übt dabei denken. Das sollte man nicht unterbrechen. Und du, mein kleiner Jörg, du musst noch mal hier mit dem Tablet denken üben. Simshape spielen. Ah, Jenny ist hier fertig mit ihrem archäologischen Objekt. Ja, das sieht schlecht aus, aber passt das hier noch irgendwo dazu? Nö. Huch, nee, in dein Inventar. Da machst du mal das nächste. So, Artefakt authentifizieren. Und was wir mit dem Krempel dann machen, müssen wir mal überlegen. Ich glaube, ich will das nicht alles ausstellen. Vielleicht verkaufen wir das einfach auch. Ah, jetzt hast du fertig gegessen, Maria. Das ist gut. Dann kannst du jetzt zu deinem Malmarathon aufbrechen. Es gilt, Level 4 zu erreichen. So, sie hat, glaube ich, Level 2. Oh nein, sie hat schon fast Level 4. Ja, dann muss sie nur noch das eine Bild fertig malen. Dann mal mal schön. Dann darfst du danach gleich Vampirbuch lesen. Und dann bin ich sehr, sehr stolz auf dich. Ja, das überlegt sie aber gerade, ob sie das wirklich malen will. Okay. Die Silke hat hier erst noch auf niedrigem Niveau gemalt, aber jetzt wird es schon besser. Du kannst danach dann gleich noch weitermalen. Und hier auch. Maria, mal doch einfach hier dieses eine Ding fertig. Nö, anscheinend will sie das nicht. Zeichnen, Fahrzeug. Und das packen wir ins Inventar. Das werden wir doch wohl noch hinkriegen. Diesen letzten Zipfel, den sie da braucht. Ja? Irgendwie nicht. Ach, Mädel. Sie ist ja etwas widerspenstig. Du könntest mal. Oh, was hat das Viech für ein Problem? Aufmerksamkeit ist niedrig. Dann kannst du mal spielen mit unserem Hamster. Ja, irgendwie will sie nichts tun, außer mit ihrer Schwester sprechen. Geh mal hier hin. Schaffst du das? Jawohl, das ist gut. Und jetzt spielst du mal mit dem Hamsterchen. Weil der Hamster braucht Aufmerksamkeit. Die ist irgendwie verbuggt. Gut, hat das geholfen? Jetzt gucken wir mal. Spielen mit dem Hamster. Ja. Ah, Deandra Jones will sich treffen. Nein, kein Chaos veranstalten. Schon wieder gebissen.
Och, du Arme. Ist aber ein fieser Hamster. Und jetzt könntest du hier mal im Puppenhaus spielen. Da kriegt man auch Kreativität. So, und was treibt denn unsere kleine Nancy? Ah, die spielt auch mit dem Puppenhaus, obwohl die das schon gar nicht mehr braucht. Die lassen wir hier mal ein paar Kleinkindervideos anschauen. Die ist schon ganz schön weit. Die hat Bewegung und Fantasie schon 3. Denken 2. Kommunikation hinkt noch ein bisschen hinterher und Töpfchen natürlich sowieso. So. So, ich denke mal, jetzt geht das vorwärts. Jetzt hat die Maria auch ihren Level 4, das ist gut, und kann jetzt anfangen mit dem feierlichen Vampirbuch. Ich guck mal, ob ich das wieder eingeräumt habe. Ich glaube ja. Wir hatten ja welche dabei. Gut. Die sind wahrscheinlich alle im Regal. Ich guck mal lieber durch. Ja, 3 Stück. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Gut, dann gucke ich mal, was die Silke so treibt. Die malt ganz schön. Und hat Anfang vom Level 3. Das ist gut. Da kannst du einfach noch weiter malen. Ja, dann malst du hier auch noch eins. Und dann hast du das auch bald geschafft. Das ist gut. Dann haben wir dieses Wochenende richtig gut genutzt. Und Jenny, vielleicht kannst du dich mal mit dem Hamsterchen anfreunden, obwohl für dich besorgen wir erstmal eine Impfung. Da muss man recherchieren. Ich denke mal, das geht im Web. Recherchieren. Anmachsprüche durchsuchen. Nein, das wollen wir nicht. Nagerwutfieber erforschen. Weil die Jenny, die wird ja immer wieder hier sein und mit dem Hamster Kontakt haben. Also wenn die Kinder es nicht schaffen oder so. Du musst aufs Klo, Maria. Ja, dann geh vielleicht erstmal aufs Klo. So, hier. Und darum denke ich, ist es sinnvoll, dass die Jenny sich impfen lässt, beziehungsweise dass sie ein Impfserum nimmt gegen das Nagerwutfieber. Die anderen sind ja die meiste Zeit über Kinder und nur mal kurz Teenager. Naja, und wenn dann halt ausgerechnet dann die krank werden, dann kriegen sie halt schnell eine Medizin. So. Und Jenny, bist du soweit? Ja, sehr gut. Dann kannst du dir jetzt da die Medizin bestellen, also das Impfmaterial. Bleib mal hier. Mehr Auswahl. Nagerheilmittel kaufen. Nagerwutimpfserum. Jawohl. Kauf das mal. Und wir kaufen außerdem noch ein Anti-Aging-Medizin für den Hamster, dass der nicht in 3 Wochen an Altersschwäche stirbt. So. Okay. Bei Silke müssen wir hier mal. Malt die jetzt einfach weiter? Ja, sie malt einfach weiter. Das ist sehr gut. Dann lassen wir sie hier noch was malen. Oh nö, das ist gar nicht mehr nötig. Die hat auch gleich schon Level 4. Super gut. Also, Jenny, du trinkst jetzt mal das Impfserum. Wenn wir das in deinem vollen Inventar finden. Hier ist das Anti-Aging. Oh je, wo ist denn das Impfserum?
Suchen, suchen. Da, das sieht so aus. Nagerwut-Impfserum. Jawohl, trink das mal. Ja, wo gehst du hin, meine Liebe? Aha, am Computer schmeckt's am besten, das Impfserum. Sehr gut. Kommt jetzt eine Meldung, dass sie nie am Nagerwutfieber erkranken wird? Nee. Du könntest hier aber mal den Hamster mal kennenlernen. Fütter ihm mal ein Leckerli und dann kannst du mal nach seinem Tag fragen und mit ihm spielen. Denn die Aufmerksamkeit ist nach wie vor niedrig. Abenor Yikla? Let him moo. Anorfa. Flomor. Bagoni. Oh, hier ist jemand. Feuerrot. Super müde. Ah, es ist schon wieder Abend. Ja. Okay, dann hör mal auf, hier Simshape zu spielen. Mal gucken, was du gelernt hast. Ja, gut. Kommunikation 3, Fantasie 3, Denken fast 3, Töpfchen 1. Oh, wow, wow. Weißt du was? Geh mal nochmal aufs Töpfchen. Du musst bestimmt nochmal. Und dann darfst du ins Bettchen gehen. Und dein Schwesterchen, bei der sieht das ähnlich aus, die soll auch mal aufs Töpfchen gehen und dann auch schlafen. Da steht uns dann morgen also ein Töpfchenmarathon bevor, wie üblich. Naja, die muss noch Denken üben. Kommunikation hat sich jetzt schon verbessert. Ja, aber die könnten das beide morgen schaffen. Das wäre doch klasse. Ja, knapp, knapp. Wenn sie sich so richtig ins Zeug legen. Aber übermorgen müsste das was werden. Jetzt mal gucken, wenn die das morgen schaffen, könnten sie das in der Schulwoche noch hinkriegen. Dann sollten wir schon anstreben, dass die das schaffen, weil das wäre schon klasse. 3 Schultage, Freitag, Donnerstag, Mittwoch. Ja, morgen ist sicherer als übermorgen. Okay. Ah. Okay, Ninja, übe schon mal, wie man sich verbirgt. Ja, ich denke, ich mach mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.